Lex? Was war das? Was bedeutet das? Jedi. Zur Hilfe ist Deutsch. Es bedeutet zur Hilfe, zur Hilfe. Da benötigt jemand unsere Hilfe. Jemand benötigte unsere Hilfe. Natürlich ließen wir uns nicht lange bitten. Wenn jemand unsere Hilfe braucht, dann sollten wir helfen. Ich glaube, der Hilferuf kam aus diesem großen Haus. Du meinst aus dem Palais. Was? Palais. Ein Palais, in diesem Fall Stadtpalais, ist ein großes Gebäude. Ja, schon gut. Auf jeden Fall kam der Hilferuf aus einem der oberen Fenster. Schau mal, da segelt ein Blatt Papier herunter. Ja, es ist ein Zettel oder Brief. Er liegt hier im Rinnstein. Ich bücke mich und hebe den Zettel auf. Gib her, wir wissen doch beide, dass ich am besten vorlesen kann. Zur Hilfe, werter Finder in. Mein Name ist Dr. Dr. Kurzglied. Ich wurde von Verbrechern entführt und werde hier seit einer Woche bei Wasser und Brot gefangen gehalten. Hier, das ist im bekannten Stadtpalais Lichtenberg. Ein Palais, in diesem Fall ein Stadtpalais, ist ein großes Gebäude. Überspring das. Okay. Ich befinde mich in einem der oberen Stockwerke in einer kleinen Kammer. Werter Laie, auch wenn Sie es nicht verstehen werden und die folgenden Informationen vertraulich sind, dennoch, ich bin hier einer großen Sache auf der Spur. Meine Entführer verheimlichen etwas, das so ungeheuerlich ist, dass es den Lauf der Geschichte ändern kann. Nein, wird! Helfen Sie mir und Sie werden alles erfahren. Schnell und keine Polizei. Diese Verbrecher sind gefährlich. Hochachtungsvoll Dr. Dr. Morgellon Kurzglied. Na, das ist ja was. Einer alten Legende nach soll sich genau in diesem Palais das legendäre Bernsteinzimmer befinden. Natürlich haben schon viele Abenteurer versucht, dem Schatz auf die Schliche zu kommen. Vergebens? Vergebens. Aber wir werden es finden. Damit kommen wir groß raus. Vielleicht sogar in die... Gazette? In die Gazette. Na dann, auf geht's, Matrose! Es fiel uns nicht schwer, in den geheimnisvollen Palais zu gelangen. Nachdem ich den Portier auf meine charmante Art von der Sinnhaftigkeit unseres Besuches überzeugt hatte, natürlich unter einem Vorwand, denn wer weiß schon, wem man in diesen Zeiten Vertrauen schenken kann, stiegen wir auch schon die Marmorstufen der prunkvollen Empore hinauf. Überall Touristen. Die Glücklichen können sich nicht vorstellen, welches Verbrechen sich über ihren Köpfen abspielt. Schnell, hinauf! Jetzt eilten wir die Stufen hinauf in den vierten Stock, wo uns das Schicksal bereits erwartete. Ja, da seid ihr ja. Ich wusste gleich, dass ihr es seid. Mein Name ist Dr. Dr. Kurzglied. Morgellon Kurzglied. Mein Name ist euch aus der Presse bekannt. Forschung. Sie sind es? Der Doktor? Ich dachte, Sie wären gefangen. Hä? Das bin ich auch. Aber anders, als ihr es für möglich haltet. Wir müssen uns beeilen. Mein Entführer kommt gleich zurück. Kommt mit, ich zeig es euch. Den Gang runter und hier gleich rechts. Dort sollt ihr alles erfahren. Und woher sollen wir wissen, dass Sie es sind, Dr. Kurzglied? Dr. Dr. Kurzglied. So viel Zeit muss sein, mein Junge. Los, rein mit euch. Hier können wir in Ruhe über alles reden. Jetzt werde ich aber langsam ungeduldig. Und wo ist dieses Bernsteinzimmer? Die Tür fiel krachend ins Schloss. Aber Dr. Kurzglied, was bedeutet das? Das, lieber Lex, bedeutet, dass du mir in die Falle gegangen bist. Ja, und woher kennen Sie meinen Namen? Oh, ich weiß noch viel mehr. Du und dein Freund, dieser Yeti. Ihr betreibt doch eine erfolgreiche Detektivagentur. Aber darum geht es mir gar nicht. Aber warum geht es Ihnen dann? Außerdem heiße ich Jedi. Es gibt keine Entführer. Und auch kein Bernsteinzimmer. Zumindest nicht hier. In diesem Stadtpalais. Ein Palais, das ist ein großes Gebäude. Aber das wissen wir bereits.
Was wir nicht wissen, ist, was Sie von uns wollen. Und warum sind wir eingesperrt? Ja, ich habe euch eingesperrt. Und ich werde euch erst wieder rauslassen, wenn ihr mir etwas gezeigt habt. Etwas gezeigt? Etwas gezeigt. Was denn? Ich weiß von allem, Lex. Ich kenne deine kleinen dreckigen Geheimnisse. Ich hab keine Geheimnisse. Von niemanden. Ich weiß von den Minerals, Lex. Du besitzt eine Sammlung. Meine Mineralien? Also die zeige ich wirklich nicht jedem. Die Minerals, Lex. Sie sind viel mehr als eine Sammlung. Ich weiß, woher deine weltbekannte Schleue kommt. Sie ist an das Herzstück deiner Sammlung gebunden. Den Bergkristall. Den Bergkristall? Der Bergkristall. Kleiner Lex, rück ihn raus. Den werden Sie niemals bekommen. Sie Ungeheuer! Und was planen Sie überhaupt für ein schändliches Verbrechen, Sie? Dr. Doof! Für dich immer noch Dr. Kurzglied, tätig in der Forschung. Eine berechtigte Frage, will ich meinen. Ich weiß doch genau, was Sie vorhaben. Sie brauchen den Kristall, weil Sie auf der Suche nach dem Bergscheißer sind. Vergebens? In der Tat. Vergebens. Aha, aber Sie sind einfach nicht schlau genug, es zu finden. Trotz meiner Titel und einigen hochrangigen Veröffentlichungen in Fachzeitschriften haben Sie nie erreicht, was Sie wollten. Die Anerkennung meines Vaters. Professor Dr. Schleck von Kurzglied, seines Zeitens erster Missionar der Amazonas-Indianer vom Titifaksee. Seine wissenschaftliche Reputation und sein virtuoses Spiel auf dem Fagott sind unerreicht. Schleck von Kurzglied. Ein Doktor am Fagott. Doktor Fagott. So nennt man mich. Mit Hilfe des Bergkristalls wird meine Gehirnleistung ausreichend sein, das Bernsteinzimmer aufzuspüren und so meinen jüngst verstorbenen Vater im Jenseits mit Stolz zu erfüllen. Wir haben wohl keine andere Wahl. Aber du wirst ihm doch den Kristall nicht einfach so geben. Doch, Jedi. Es ist okay. Es ist einfach okay? Hier, nehmen Sie. Gib her! Oh. Da ist er. Oh, wie schön er glänzt. Jetzt hänge ich mir den Kristall noch um den Hals. Vor unseren Augen geschah etwas Ungeheuerliches. Dr. Morgellon Kurzglied verwandelte sich. Vor uns stand Professor Dr. Schleck von Kurzglied, seines Zeitens erster Missionar der Amazonas-Indianer vom Titifaksee, mitsamt seiner wissenschaftlichen Reputation und dem unerreicht virtuosen Spiel auf dem Fagott. Herr Professor? Herr Doktor? Sie sind ein Gestaltwandler! Jetzt werde ich das Bernsteinzimmer finden und für die Wissenschaft unsterblich sein. Mein Name wird in allen hochrangigen Fachjournalen veröffentlicht. Ich bin relevant! Sie sind wahrhaftig relevant! Recht habt ihr! Relevant! Und jetzt tür mich, ihr Anfänger! Das können wir nicht zulassen! Los, wirf ihm diesen steinernen Phallus vor die Füße! Nimm das, du Wechselbike-Wissenschaftler! Nein! Mein genialer Plan! Ich stürze! Und jetzt hole ich mir meinen Kristall zurück! Aber was wird aus meiner Reputation? Deine Reputation kannst du dir in die Haare schmieren! Sie schlechter Wissenschaftler! Komm, Lex, wir machen die Biege! Ja, komm! Ich habe jetzt auch wirklich keine Lust mehr, mit so einem unwissenschaftlicheren Möchtegern-Professor abzuhängen. E-Roller und ab in die City! Team Europa, hurra! Ihr werdet sehen. Ihr werdet noch sehen. Das gehört alles zu meinem genialen Plan. Man nennt mich nicht umsonst Dr. Faggot.